Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen von Anschau in diesem Video. In diesem Projekt ich möchte sprechen über implicit und explicit in C#.NET. Was ist implicit und explicit? Dieses zwei Keyword ist eine Konvertor von Change to Data Type Value mit andere und einfach Reference und GetType von eine Klasse von laser Method oder Property. So, ich mache wie immer ein Projekt, File, New Projekt und Console Application. Explicit und implicit. Okay. So, von hier Solution. Ich brauche eine neue Klasse. Add Klasse. Klasse Person und Art Projekt. Hier ist mein Klasse Person. Ist einmal Public Klasse und Konstruktor. Eine Layer, so weiter Konstruktor, Property, Int, ID, Property, String. Name und Property String Family das ist genug. Das ist nur zum Beispiel, ich möchte nicht eine große Klasse schreiben. Person int ID string name und string family. Ist das ID gleich mit ID ist das Name auch gleich mit Name von Argument und dies Dat Familie auch gleich mit Familie. So, meine Klasse ist jetzt fertig. Ich habe eine Klasse, das heißt Person, und meine Klasse hat eine
drei Property, ID Number, Name und Family. Ich komme wieder in Class Program und Method Main Person. Ich mache eine neue Instanz von Person, Person, Person gleich mit neue Person. Die erste Konstruktor leer, zweite Konstruktor braucht eine ID int, zum Beispiel 12:35 und Name Mohammed und Familie Asini. So, ich möchte habe hier eine Casting Beispiel int temp gleich mit int Person und einmal gerade Class Person ID gleich mit Beispiel 11 78. So, was habe ich gemacht hier? Ich habe ohne Instanz, ohne einmal, wenn ich sage, was ist temp int, was ist int, ich möchte gucken, alle Identity, alle Property, wenn ist in Class Person und ist Value Type ist int. Bitte schauen Sie. Und hier, ich habe gerade ohne Initializing von Class Person, ich habe direkt gesagt, Person ID gleich mit 12:78. Aber ich habe hier Error und das ist Debugging Error und kann ich gerade lesen, wo ist meine Error? Wenn ich lese hier, hat gestellt Struct System int 32 cans in randoms. So, soll ich wieder in Klasse Person gehen und mit implizit und explizit ich Ordnung machen diese Problem. Hier unter nach die Property. So, erstmal explizit public static x public static explicit operator int und Person Person und hier eine neue Block Return Person dot ID. So, das ist von explicit und for implicit auch
oblique static implicit Operator Person int ID. Und hier wieder eine neue Block. Return Person Return neue Person, Entschuldigung, return neue Person. Erster Konstruktor leer, Konstruktor 2 int ID. ID und name und last name leer. Ich brauche nicht. So, jetzt wenn ich hier wieder im Class Program, hier ich habe keine Error. Die zweite Error ist ganz weg mit implicit und explicit. Weil hier ich habe geschrieben die Regionen, was passiert, wenn eine Person, User, direkt Frage von Class Person, ich möchte sehen dein ID. Oder ich möchte sehen nur deinen Namen. Ohne Initialize. Das ist das Richtige. Ohne Initializing. So, jetzt kann ich hier einfach sagen: Console.WriteLine. Erstmal, ich möchte gucken, was ist im Temp. Und ich mache hier eine Linie, weil ich möchte gucken, implicit und explicit. Hier eine Linie und wieder Console, WriteLine, was ist in ID. Console dot read key. So, kann ich auch hier beim temp kann ich hier auch schreiben und Console Color vielleicht mit Console Color dot red und hier Console Color dot Console Color oder brauche ich nicht. Einfach hier Console Color und Red.
Schüchtern machen diese Projekt. Die erste, das ist implizit und die zweite ist explizit. Zwei Model Casting in C-Sharp.NET Framework. So. Implizit direkt hat geschrieben für mich 12 und 35 diese ID direkt hat gelesen und in implizit Exception in the explicit Point Person. Bis nächste Video.